Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 25.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir einen neuen Emote, den Gute Launegang, ein Fortbewegungs-Emote. Wir fangen mal auf der linken Seite jetzt an mit Cobra. War ja gestern bereits drin gewesen, brauche ich gar nicht mehr zu bewerten. Ich klicke da jetzt einfach mal ganz kurz durch. Und dann schauen wir nur mal, wie sich die Noten von dem Cobra entwickelt haben. So, und das wäre dann folgendes. Wir haben hier 4,38 von 5 bei 8 Votes und 6 Reminders. Dann haben wir hier bei dem Neon Venom 5 von 5 bei einem Vote. Kein Reminder, dann haben wir noch diese Bone Fangs. Das sind 3,8 von 5 bei 5 Votes und auch keinen Reminder. So, den Moisty Merman, den haben wir ja auch schon ein paar Mal im Shop gehabt. Gehen wir mal da ganz kurz rein. Gibt es ja diese verschiedenen Styles, den habe ich auch schon ein paar Mal bewertet. Deswegen gucken wir nur mal ganz kurz, wie sind da momentan die Noten für. Wir haben hier 2,98 von 5 bei 130 Votes. Jo, das letzte Mal im Shop am, waren das? 16. Oktober 2019, vor 40 Tagen. Das erste Mal am 25. Mai 2018 im Shop gewesen. So, dann geht's weiter, dann sind wir bei dem Guild. So, hier finde ich persönlich jetzt, ja, ist ganz okay. Hatten wir aber auch schon ein paar Mal im Shop. Auch hier werden wir jetzt einfach nur mal ganz kurz nach den Noten schauen. Und das sind dann folgende. Einmal beim Aura. 3,54 von 5 bei 39 Votes. Und dann haben wir hier Aura. 4,41 von 5 bei 80 Votes. 203 Reminders. Hammer. Krass. Letztes Mal im Shop. Am 25. Oktober vor 31 Tagen. So, dann sind wir mit dem Set auch schon soweit durch. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zu den Daily Items. Und da haben wir momentan den Dynamo. Das ist der von mir am meisten gehasste Skin. Brauche ich gar nicht mehr zu bewerten. 2,69 von 5 bei 94 Votes. Ja, am 20. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. Das letzte Mal im Shop am 18. Oktober. Vor 38 Tagen, 104 Reminders das Teil. So, dann geht's weiter hier mit dem Ratschlag. Auch ein Fortbewegungs-Emote für 500 V-Bucks. Ja, war ja auch schon diverse Male drin, aber jetzt schon etwas länger nicht mehr im Shop gewesen. Das letzte Mal am 24. Juli 2019 im Shop gewesen. Aktuelle Bewertung 3,9 von 5 bei 10 Votes. Und 8 Reminders haben wir da. Das erste Mal im Shop am 25. Mai 2019. Okay. Und dann geht's weiter mit dem Stachelschwinger. Hab das Teil irgendwie gedacht, dass das länger her wäre, aber hier in Season X eingeführt. Teil des Feldkommando-Sets. Spike Clone heißt das Ding. Fand ich damals schon nicht so toll. Mal 2,63 von 5 bei 8 Votes am 26. August 2019 das erste Mal drin gewesen. Dritte Mal jetzt 7 Reminders. Letztes Mal im Shop am 27. August vor 90 Tagen. So, dann sind wir bei. Den hatte ich jetzt schon. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Wurde in Season 7 eingeführt für 200 V-Bucks. Finde ich ganz witzig. Aber ist jetzt. Ja, ist, ja, keine Ahnung. Also, hier haben wir momentan folgende Note, 4,56 von 5 bei 9 Votes, am 21. Januar 2019 ist erstmal drin gewesen, das vierte Mal jetzt 13 Reminders und das Ding, das ist schon ewig lange nicht mehr da gewesen, 250 Tage ist das jetzt her, das letzte Mal im Shop am 20. März 2019. So, dann sind wir auch damit schon soweit durch, dann sind wir bei dem Ranger angelangt und der Ranger hat hier folgendes Voting, 3,48 von 5 bei 33 Votes am 31. Oktober 2017, das erste Mal drin gewesen, das neunte Mal jetzt, 67 Reminders, das letzte Mal im Shop, am 6. Oktober vor 50 Tagen. Bin jetzt kein großer Fan von dem Teil.
So, und dann kommen wir zu dem neuen Emote. Schauen wir uns das Ding mal an. Der gute Laune Gun. Wenn man einfach zu gut gelaunt ist, um normal zu laufen, wurde in Kapitel 2 Season 1 eingeführt. Ja, nehme ich heute. Ich weiß jetzt schon, dieser Sound ist so schrecklich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das Ding wieder tagelang im Kopf haben werde. Ist wieder so, so was Beklopptes, was auch wieder mega geil ist auf der anderen Seite. Und der gute Laune-Gang kriegt von mir 10 von 10. Ich finde das Ding irgendwie witzig. Und hat momentan nur einen einzigen Vote. 5 von 5 bei einem Vote. Aber schon 5 Reminders. Jo, jetzt müssen wir noch schnell den Shop bewerten. Gucken wir mal ganz kurz da rein. Der Teil ist total crazy, ey. So, Das ist so verrückt. Ja, Leute, schauen wir mal ganz kurz hier rein. Wie sieht's denn jetzt aus? Momentan hätten wir da folgendes. Wir haben 472 Love It's, 533 It's Meh und 1337 Hate It's. Also, Dynamo hasse ich wie die Pest. Ranger bin ich kein großer Fan von. Stachelschwinger nicht so toll. Keine Ahnung, Ratschlag, ja. Sumpfmann, okay. Ganz cool jetzt momentan mit den neuen Gebieten. Aura und Guild, naja, es geht so. Cobra find ich jetzt auch nicht so. Es ist so, er ist ganz nice, aber ganz ehrlich, ja, okay, also der neue gute Launegang ist geil, aber ich kann dem kein Love It geben, ich kann dem kein Hate It geben, ich gebe dem nichts mehr. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Jo, benutzt unseren Creator Code sofort U=TTV, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Das wäre mega cool. Und schaltet uns nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Von der Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.